Tatsächlich habe ich überlegt, die DT an euch zu verlosen. Hast du sie? Schönen guten Tag, Freunde, und willkommen. Ich weiß gerade nicht, ob das schon ein neues Video ist oder ob davor noch ein bisschen Frankreich-Action kam. Auf jeden Fall war es nur am Regnen und wir sind mittlerweile wieder in Deutschland. Aber wir sind am Nürburgring und zwar findet das 24-Stunden-Rennen statt. Und da werden wir jetzt vorbeischauen. Leonard ist auch am Start. Hey, guck mal, die dürfen durchfahren. Wir dürfen auch durchfahren. Die Mopeds dürfen durch. Geil. Die fahren jetzt alle in eine Kontrolle rein. Pass auf. Geil. Kommt durch, kommt durch. Ja, ja, hier einmal zum Dezibel-Check, da geht's hier lang. Genau. Komm, wir drängeln uns jetzt hier mal auf asozial einfach durch. Zweite links rein über Siebenbach P96. Wo müssen wir denn lang? Da, Richtung Ander runter. Können wir denn da lang fahren? Ja, ja. Hä? Wir müssen doch jetzt da runter, oder nicht? Das ist so dumm. Boah, ich hätte gesagt, wir fahren da jetzt einfach ganz selbstbewusst durch, oder? Ja. So, Leonard, komm. So, schön nach hinten gucken, ne? Ja, sicher, ja klar, ja, ja. Die fahren ja auch alle durch, oder? Roller. Also ich darf keine Motorräder. Also Roller haben die Erlaubnis dazu durchzufahren, aber Motorräder nicht. Nur Roller dürfen hier lang, wenn ich das höre. Ich würde sagen, man kann hier einfach durchfahren, oder? Keiner da ist, würde ich sagen, mach das. Ja. Oh, das ist alles so dumm hier, lass da einfach reinfahren jetzt. Ja, wir sind drinnen! Da saß einer drinnen, glaube ich. Bisschen. Echt jetzt? Einfach durch, jetzt schnell, 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 da kommt. Das ist einfach unsere Taktik jetzt. Wir schneiden einfach überall. Was geht ab? Wo geht denn hier die Action? Wo geht so richtig Action? Das ist die Action. Ja, was macht er? Sieht aus, als hättest du so ein Mikrofon in der Hand. Ja, das wollte mir gerade jetzt sein. Wie viel Uhr haben wir? Ja, komm, leg mal einen hin! Ich muss halten! Wo kommen die alle her, ihr Mikrofon? Er vertraut mir seine Zahnbürste an, was ist denn jetzt los? Ja, ihr macht das nicht zum ersten Mal, ne? Guck mal hier, die M, Alter, geil. Das ist ein M2, sollt ihr mal angucken? Ah, da kommen wir wieder nicht rein, jawohl. Hallo! Wir haben hier gerade da ein paar schicke Autos gesehen, dürfte man sich die mal angucken? Spricht da eigentlich nichts dagegen, oder? Also wir dürfen die Autos nicht angucken. Okay, schade. Hätte mich jetzt gefreut so, als BMW-Fan. Jo, gleichfalls. Okay, Leute, 24-Stunden-Rennen war so semi-geil. Also es war geil, aber es war irgendwie nicht so viel Action. Deshalb sind wir heute am World Famous Spot. Du Schlawiner! Hast du einen Wheelie gemacht? Ja, mal ein bisschen hochgepoppt. Trick 17, ne? Trick 17, sage ich immer. Hau mal einen No-Hander raus! Was machen Sie denn hier? Boah, ist wirklich warm, ey. Ich will auch einen Pulli ausziehen. Ja, gleich. Ich kann festhalten. Dann kannst du den festhalten, weil so ist es. Du willst was festhalten? Okay. Nimm meine Hand. Was willst du mir sagen? Gar nichts. Ich hab nichts? Als du das nicht ausgezogen hast. Und dann bist du zu mir gekommen. Schalter umgelegt im Kopf und so, fuck, da muss ich hin. Sollen wir gleich nochmal Wheelies zusammen machen? Komm mal her. Setz dich mal drauf. Das ist ja fast schon romantisch jetzt. Guck, so, mach mal die Beine rum. So, weißt du? Ich scheiß mich ein, Maurice. Dann musst du halt deinen Kopf hier so drüber. Komm zu Daddy. Weißt du, dann Okay, Mädels, viele haben mich gefragt, was mit der DT eigentlich ist. Ja, die liegt bei mir. Was heißt, die liegt bei mir? Die steht bei mir in der Garage. Tatsächlich habe ich überlegt, die DT an euch zu verlosen, weil ich habe mir die DT damals gekauft, so als Herzensprojekt, weil ich ja, als ich 16 war, auch eine DT hatte. Ich wollte einfach die DT dann so umbauen, wie ich sie damals umbauen wollte. Einfach auch so ein bisschen als Dank, weil ich mit YouTube jetzt wirklich mein Traumleben leben kann und ich das ja eigentlich auch nur kann, weil ihr da mit weit ein Stück für verantwortlich seid, dachte ich mir, es ist Zeit, was zurückzugeben. Da denke ich, ist die DT doch eigentlich ganz geil. Vor allem als 125er, für so Anfänger oder für Leute, die jetzt auch den Motorradführerschein machen wollen. Long story short, möchte die Yamaha DT verlosen an euch und das Ganze wird so ein bisschen kombiniert zusammen mit einem Above Usual Drop. Das heißt, ja, das kennt ihr wahrscheinlich schon von anderen. Es gibt ja viele, die schon mal was verlost haben und alle Leute, die bei Above Usual etwas bestellt haben, nehmen quasi an dieser Verlosung teil. Und außerdem bekomme ich auch immer wieder die Frage, wann es den nächsten Above Usual Drop gibt. Kann ich euch auch einfach schon beantworten. Das neue Design ist gerade in Planung und ihr wisst ja, ich habe schon mal gesagt, ich mache das immer alles komplett selber. Viele fragen sich immer, wie das funktioniert. Deshalb nutze ich jetzt die Gelegenheit. Switch einmal kurz zu mir nach Hause. Ich habe da was aufgenommen und dann zeige ich euch mal, wie der aktuelle Stand ist. Könnt auch gerne euer Feedback da lassen und dann können wir gemeinsam mal schauen, was wir da Geiles auf die Beine stellen. Bis gleich.
Wir befinden uns hier im Above Usual Designers Headquarter. Ist eigentlich nur mein Schreibtisch. Wir haben hier ein wunderbares Setup. Das ist der neue Above Usual Hoodie. Ja, auf professionell angelehnt. Der Hoodie wird so sandfarben beige-mäßig werden. Diese Farbe wird der Hoodie bekommen. Da bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, weil das ist mal eine neue Farbe. Die hat man bisher noch nicht. Zu dem Print auf dem Rücken relativ groß. Kann ich euch jetzt direkt auch mal zeigen. Leider hier in einer anderen Farbe. In lila, aber ist ja egal. Der Print wird übrigens größer werden. Natürlich wird der Hoodie wieder hier eine Zippertasche bekommen. Da kann man dann während der Fahrt ganz geil reingreifen. Man kann sicher verschließen. Hier am Ellbogen, das ist hier so ein bisschen abgeschnitten, weil das so mit vorne drauf geht. Ich kann mir das sehr geil vorstellen, deshalb sind wir mal gespannt. Dann noch etwas, und zwar habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, ich finde das so nice. Höhenverstellbarer Schreibtisch ist wirklich so das Letzte, was mir gefehlt hat. Ich drücke jetzt hier zum Beispiel einfach auf die Taste, dann fährt er hoch. Man kann hier einfach ein bisschen im Stehen worken. Ich will aber gerade sitzen, deshalb klicke ich hier drauf. Das habe ich vorkonfiguriert, dann fährt er automatisch auf die Lieblingsposition. Oder man macht hier einfach manuell. Ihr habt hier so ein Touchpad und könnt hier drücken, wie ihr lustig seid. Ich wollte euch einfach sagen, dass FlexiSpot mir diesen Schreibtisch hier geschickt hat, um euch den mal vorzustellen. Und ich dachte, das ist eigentlich ganz geil, weil ich euch ja immer zeigen wollte, wie das hier mit den Hoodies funktioniert, wie ich das designe. Ja, den Schreibtisch gibt es natürlich in sämtlichen Variationen, andere Farben, andere Größen. Fun Fact, vom 22. bis zum 26. gibt es die Brand Days, da gibt es Rabatt bis zu 200 Euro. Wenn es bei euch eh an der Zeit ist, dann ist jetzt der Zeitpunkt zuzuschlagen. Aber ich hoffe, dass ich euch hier mal einen coolen Einblick gegeben habe und am Rande noch einen geilen Tipp gegeben habe. Okay, Maurice, soviel zum Einblick. Zurück ins Hauptstadtstudio. Entschuldigung, hab ich dir wehgetan? Ja. Hab ich dir wehgetan? Puste. Ich kam hier unten raus. Fühlst du dich safe oder nicht? Ist ja wackelig irgendwie. Ja, warte, das testen wir jetzt mal. Ich hab's auch noch nie gemacht. Oh Gott, ich halte dich an die Kopf gleich. Mach mal deinen Kopf über meine Schulter. Ja, genau. Also es funktioniert richtig gut. Oha, ich fühle mich auch richtig gut. Also ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich runterfliege. Mach mal ein Video! Oh Gott, warum ich komme gleich. Was? Warte kurz, lass mich durch. Hallo, hol mal Luft. Da hatten sie Spaß. 5 Euro. Jungs, ich sag's euch, Sozius Wheelies sind es einfach. So ist das erste Date eine sichere Sache. Das nächste Mal Wheelie-Tutorial, damit ihr Pluspunkte bei eurem Crush sammeln könnt, okay? Hast du sie? Ich hab sie. Setz mich jetzt drauf. Setzen Sie sich drauf. Wo fahren wir jetzt hin? In den Sonnenuntergang.